Frau Ministerin, wir haben diese Woche in den VN einen Bericht mit Die Geheimnisse der Republik getitelt. Es ist eine Geschichte zum noch sehr gut bewahrten Amtsgeheimnis in diesem Staat. Das Informationsfreiheitsgesetz könnte das ja ändern und die Begutachtung ist schon längst vorbei, 15 Monate genau. Woran scheitert es denn noch, dass es dann auch beschlossen wird? Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses bringt eine Verfassungsänderung mit sich. Da ist es notwendig, eine Zweidrittelmehrheit im Parlament zu haben. Es ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, den wir hier vornehmen wollen, mit einem verfassungsrechtlich gewährleisteten Recht auf Information. Ich denke, das ist im 21. Jahrhundert auch notwendig. Aber so ein großer Eingriff in die Bundesverfassung, das bedarf auch entsprechender Überlegungen. Und da ist es für mich nachvollziehbar, dass man auf der einen Seite eine lange Begutachtung hat. Wir haben auch über 200 Stellen Namen bekommen. Das ist viel in dem Fall, weil sie teilweise auch sehr umfangreich sind. Sie sind teilweise auch sehr, sehr unterschiedlich. Also den einen ist es zu wenig, den anderen ist es zu viel. Und es gibt, und das möchte ich schon betonen, auch sehr viele Sorgen, die damit verbunden sind, dass man die Verwaltung hier lahmlegen könnte. Und diesen Sorgen möchten wir auch aktiv begegnen. Und ich bin hier auch in intensivem Austausch mit dem Vizekanzler Werner Kogler. Ich habe erst gestern wieder mit ihm auch am Telefon gesprochen. Er erholt sich ja gerade auch noch von seiner Corona-Erkrankung. Wir sind dabei, hier auch Termine einzuhängen mit denjenigen, die die größten Sorgen haben, aber dies auch umsetzen müssen. Also sprich, den Gemeinden, den Städten, denen, die in der Verwaltung dann auch fürchten, viel Aufwand zu haben. Und ich glaube schon, dass wir in diesem Gesetz eine gute Balance gefunden haben, dem auch entgegentreten zu können. Aber es ist halt notwendig, dass man das auch in den Gesprächen ausspricht. Und wir haben unsere Arbeit hier jetzt einmal als Bundesregierung geleistet. Wir sind gerne bereit, auch Gespräche zu führen. Aber ich stehe dazu, das ist im 21. Jahrhundert notwendig und auch State of the Art. Aber ist es jetzt plakativ gefragt, im internationalen Vergleich nicht langsam peinlich, dass Österreich immer noch ein Amtsgeheimnis hat? Nein, das ist nicht peinlich. Das ist etwas, was sich halt entwickelt hat aus dem Jahr 1925 kommend, wo eine große Tradition dahinter steckt. Und Sie dürfen mir eines nicht vergessen. Wir haben ja jetzt auch schon ein Gesetz, wo Auskunft erteilt werden muss. Wir haben hier sogar 11 Gesetze, weil es ein Grundsatzgesetz gibt, ein Ausführungsgesetz und 9 Gesetze in den unterschiedlichen Bundesländern. All das wollen wir vereinheitlichen und auch in den Vordergrund stellen, dass das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Information natürlich im 21. Jahrhundert, im Jahr 2022 ganz etwas anderes ist als 1925, als es entstanden ist. Und wir sind dabei und das wird auch auf europäischer Ebene gesehen. Aber ich möchte noch einmal betonen, das darf man nicht übers Knie brechen, da darf man die nicht außen vor lassen, die letztlich dieses Gesetz dann zu vollstrecken haben, weil verfassungsgemäße Gesetze heißt auch gut vollziehbare Gesetze und da wollen wir mit denen reden, die das tun müssen. Aber geht die Auskunftserteilung nach aktuellem Stand nicht auch oft zu lange? Das führt ja häufig auch dann zu Rechtsstreitigkeiten, ob denn jetzt Auskunft erteilt werden muss oder nicht. Könnte man da schneller schon handeln? Nun, es wird immer so sein, dass Sie letztlich auch jemanden befragen können, der sozusagen Schiedsrichter spielt, ob eine Auskunft zu erteilen ist oder nicht. Und wir haben auch in dem Gesetzesvorschlag natürlich Ausnahmen drinnen, wenn es etwa geht um Staatsgeheimnisse, die zum Beispiel die Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährden könnten. Denken Sie an militärische Dinge. Wir sind konfrontiert mit Cyberattacken immer wieder. Da kann es schon vorkommen, auch nach dem neuen Gesetz, wenn es dann mal beschlossen ist, dass man eine Auskunft nicht bekommt. Und wenn eine Auskunft nicht erteilt wird, dann sollte es auch jemanden geben, der darüber entscheidet, ob sozusagen zu Recht oder nicht zu Recht diese Auskunft nicht oder schon erteilt worden ist. Also das wird es immer brauchen. Das ist in einem Rechtsstaat nicht nur legitim, sondern aus meiner Sicht auch notwendig.